Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Heute bin ich wieder im Ladepark Kreuzhilden und mit dabei ist Timo Schad vom T&E-Magazin. Wir haben wieder ein Kooperationsvideo und als Interviewgast ist hier der Hans Kurzweg, der tatsächlich ein Tesla-Fahrer der ersten Stunde ist und somit von Null auf Gigafactory 4 durchgestartet ist. Ich habe es gerade schon gesagt und zum 400. Mal mache ich jetzt diesen Versuch, Kooperation mit dem T&E-Magazin, das aber als URL hat, die temagazin.de. Das heißt, dort könnt ihr das vollständige Interview nachlesen in Textform, was wir jetzt hier per Video aufnehmen. Da besucht bitte die Webseite, abonniert das Magazin, das hilft dem Timo vor allen Dingen der Verbreitung des Magazins, der Informationen und ist mir auch ein Herzenswunsch. Von daher vielen Dank schon mal an dieser Stelle an euch. Und jetzt fangen wir an mit dem Interview mit Hans Kurzweg, ein Tesla-Fahrer der ersten Stunde. Ich habe es schon im Teaser gesagt. Da wollen wir jetzt mal schauen, wie er in die E-Mobilität gefunden hat, vor allen Dingen in die Tesla-Welt und wie uns das Ganze dann zu der Gigafactory 4 führt, die in Brandenburg gebaut wird, was für Deutschland und für uns als E-Mobilitisten und Tesla-Fans natürlich eine große Sache ist. Ja, fangen wir doch direkt mit der Frage an, die Nino gerade angesprochen hat. Wie war denn deine erste Begegnung mit der E-Mobilität / mit Tesla? War eine spannende Geschichte. Ich habe gelesen davon, dass es einen Sportwagen gibt, der sehr schnell ist, 0 auf 100 in 3,9. 2011 war das ein fantastischer Wert, den konnte nur Porsche erreichen. Und das war, kleines Manko dabei, ein Elektroauto. Ich hatte mit Elektromobilität gar nichts am Hut, aber ich sag mal, zu dem Preis, der damals aufgerufen war, diese Fahrwerte, also ich bin nach Hamburg gefahren, von Berlin aus, und habe erwartet, dass es am Tesla-Shop ist. War nicht, da saß der Jochen Drüberg damals noch von Tesla im Sessel, in einem Ohrensessel, wie wir jetzt, nur gepolstert im Hotel und hat mich erwartet. Okay, alles ein bisschen hemdsärmlich. Unten stand Very Orange Tesla Roadster Sport. Okay. Habe ich damals überhaupt nicht gewürdigt. Auto war spannend, wir sind gefahren und er hatte gleich, das habe ich alles erst später realisiert, ja, gleich den Sportmodus aktiviert, damit es losgeht. Er ist ein bisschen gefahren und sagt, jetzt fahr du. Wow. Und ich sage euch, Leute, das ist damals für mich gewesen wie Motorradfahren auf vier Rädern. Du hast am Motorrad schneller, langsamer. Ja. In dem Auto schneller, langsamer. Ja. Aber dieses schneller, das ist nicht von dieser Welt. Also das war für jemanden, der auch sportliche Autos gefahren ist, auch die mit AU und DI hinten, schon ein völlig andere Welt. Dann habe ich den Jochen gefragt nach einer Weile, sag mal Jochen, Hamburg, hier muss da eine hohe Dichte von Porsche, Ferrari sein. Haben wir nicht mal irgendeinen an der Ampel? Mhm. Das sagt er zu mir, du wirst keinen mehr finden. Die kennen den alle schon. Okay. Und ob der nun Verkaufsgespräch war oder nicht, es hat auf mich gewirkt. Weil, du warst ja, sofort infiziert. Ich war infiziert. Ich habe ihn nur über das Wochenende hängen lassen, weil war schon eine Entscheidung. Am Montag habe ich ihn angerufen und sage, Jochen, wie können wir jetzt dem Ganzen näher treten? Das war schon wunderbar. Eine Stange Geld. Was ja, war das damals? Was 115.000 Euro waren das schon damals. Ein bisschen kam später noch was dazu. Ist ein Teil der Altersversorgung. Mhm. Aber meine Freundin Gigi hat gesagt, sie sagte, Hans, solange du aus dem Auto rauskommst, wirst du nicht alt. Mhm. Alle klar. Nicht? Also so sind die Anfänge gewesen. Ja, aber das heißt jetzt schon, das war halt ein Fahrzeug für gut Betuchte und hat mit der heutigen E-Mobilität auch nicht wirklich viel zu tun. Aber du bist dennoch dieser Marke auch treu geblieben und es war nicht der letzte Tesla, den du gefahren bist. Vielleicht kannst du ja mal die ganze Spanne aufzählen, durch die du inzwischen durchgezogen bist. Als ich mein letztes Model S gekauft habe, stand ich vor der Frage, wie nennst du das jetzt? Ich habe es einfach genannt Hans Dritter Tesla. Okay. Es stimmt nicht ganz, weil es ist genau genommen 3,125 Tesla. Okay. Wie kommen die 0,125? Es war ein Achtel, wer rechnen kann, Bruchrechnung. Wir hatten uns 2013 mit jemandem aus ein paar Leuten aus dem Tesla-Forum zusammengetan und haben acht Leute haben ein Tesla Model S gekauft, damals weiß, ein 60er mit der VIN-Nummer 37. Das war ein Carsharing. Das war ein Carsharing-Modell. Gab es den Begriff damals schon? Wir haben das Ding Tesla Time Modell genannt, weil jeder seinen Zeitanteil hatte. Und es hat super funktioniert. Wir sind dann nach zwei Jahren raus.
wir wollten die anderen nicht enttäuschen, wenn man so Kündigung ausspricht oder rausgeht. Aber es hat sich gezeigt, dass eigentlich andere auf den Anteil nur gewartet haben. Okay. Und soweit ich weiß, fährt das Auto heute noch und macht dem Besitzer viel Freude. Also 3,125 Tesla sind bei mir im Besitz oder Besitz gewesen. Und da unten der SP100 DL Raven, das ist jetzt das Spitzenmodell. Und da merkt man eben auch schon, der erste hat mich nicht enttäuscht, sonst guckt man ja nicht einen zweiten. Ist ja, ja klar. Es ist in jedem Fall maximales Geld, was da über den Tisch gewandert ist. Ja. Du arbeitest als Versicherungsmakler. Ihr Versicherungsmakler habt ja nicht den allerbesten Ruf, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was für einen Bezug du auch mit diesem Thema sozusagen verbindest als Versicherungsmakler. Ja gut, also ich gehöre sicherlich zu den Besserverdienenden, sonst wird das nicht funktionieren. Das ist eben auch der Erfolg von der Arbeit. Mein Ruf interessiert mich da eigentlich gar nicht, mit dem muss ich am Anfang auch leben. Aber es hat sich heute gewandelt, also wer gute Arbeit macht, wird da auch angesehen. Es ist so, man kann ja nicht überall mit dem Auto hinfahren, wo Kunden sind, also viele kriegen das gar nicht mit. Aber die, die jetzt ein Familienhaus haben, wo man dann vorfährt, die waren dann bei dem Roadster sofort angetan. Mehr oder weniger, je nachdem, wie die Affinität zum Auto ist. Aber es war immer ein Thema und es war nie eine Hürde. Ich stelle mir das immer vor, ich wäre mit einem Porsche gekommen oder so. Da bist du in einer Kategorie, da kann es sein, dass du nicht gut landest. Ja, aber das Ding vielleicht dann sogar unseriös im Paket und jetzt kommst du daher. Ja. Wir nennen ja unsere Rubrik im T&E-Magazin Innovator. Du bist ein Innovator, der da halt angefahren kommt. Es ist klassenlos. Niemand fühlte sich angepisst, um es mal so zu sagen. Die meisten Menschen waren neugierig, wir haben sofort über alles gesprochen, Elektromobilität, Laden und so weiter, die Reichweite, die ganze Bandbreite. Das war schon so und ist auch später mit dem Model S dann auch so gewesen, nach wie vor. Ist aber auch, wenn ich mit dem Elektromotorroller vorfahre, also wir sind jetzt nicht nur im Besitz von Tesla-Fahrzeugen, wir haben zurzeit haben wir neben dem Tesla Model S noch den Roadster, also der ist noch da. Ja. Und den behalte ich auch, das ist ein Schätzchen. Es kam dann später noch der BMW C Evolution dazu, also ein Roller, ziemlich teuer, muss man ehrlich sagen. Aber das Ding macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und meine Frau hat sich vor 2 Jahren einen Fiat 500 elektrisch gekauft, also ein Reimport aus Kalifornien. Wahnsinnig begeistert. Und dann dürfen wir nicht vergessen, die Knutschkugel, die rote, der Renault Twizy. Okay. Also beide, Renault Twizy und Fiat 500, sind die Lieblinge meiner Frau. Ich komme frühestens an dritter Stelle. Wahrscheinlich. Wann hast du das letzte Mal im Verbrenner gesessen? 2015. Ich habe im Juli 2015 blöderweise das Auto nochmal vollgetankt und wir haben ihn 2 Tage später verkauft. Also meine letzte Sitzung im eigenen Verbrenner ist 2017 und meine, 2015 und meine letzte Tankrechnung auch aus dem Zeitpunkt. Ja. Und dann habe ich auch gar nicht mehr verfolgt, wie die Benzinpreise sind. Immer wieder sagen mir Leute was und kann nur grinsen. Also macht, was ihr wollt. Ich mache auch, was ich will. Zwischendurch hast du ja sogar deine Interessensgemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, kurz IGEBB. Ich kann das nämlich nicht aussprechen, deswegen bin ich hier auf dem Zettel mitbegründet. Ja, was treibt die und was hat euch seinerzeit dazu motiviert, so einen Club zu gründen? Wir fangen nochmal an. Also es ist nämlich, wir singen das am besten. IGEMBB. Also es ist Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ja, ihr solltet den Namen auf jeden Fall mal überdenken. Es ist ein Club für Schlaue. Also das wussten wir von Anfang an. Wie ist es entstanden? Ja, also wir haben, können es nicht mehr genau terminieren. Ich denke so 2013 habe ich damals den Julian Affeld. Hallo Julian, du siehst das bestimmt irgendwann. Den kennt man auch aus YouTube. Kennt man auch. Julian ist wahnsinnig aktiv, ein toller Typ. Und wir haben uns mal getroffen seinerzeit. Ist er mit seinem Peugeot Ion, glaube ich, einen von den 3 Drillingen war es. Also ich glaube, der war es, der Ion. Haben wir uns mal getroffen. Ich kannte das Auto, er kannte das Auto. Wir haben miteinander gesprochen. Und dann haben wir gesagt, lass uns in Verbindung bleiben. Und da war der Anfang. 2 Leute bleiben in Verbindung. 2 Leute bilden eine Gruppe. Und heute sind wir, ja, wie soll man zählen, also um die 150 könnten sich ja mehr sein, da sind auch mehr oder weniger aktiv die Leute, aber wir haben jetzt ein paar Aktivitäten. Ist es eine Interessensgemeinschaft und jetzt nicht irgendwie ein Verein im klassischen Sinne? Ja, die Gruppe ist wahnsinnig toll, ist auch wahnsinnig aktiv
Aber sie ist natürlich auch chaotisch und bunt und unterschiedlich motiviert. Es ist also schwer, da einen Verein zu gründen. Habt ihr denn einen festen Ort, wo ihr zusammenkommt zu bestimmten Zeiten? Weil das ist ja jetzt für Nino nichts Neues und für viele seiner Zuschauer ebenso nicht. Hier trifft sich ja allsamstaglich halt auch sozusagen der Bär, der hier tanzt in vielfältiger Weise. Und das klingt für mich jetzt so ähnlich. Ja, das wäre so. Also unser Haupttreffpunkt sind natürlich die Skype-Gruppen, die wir gebildet haben im Moment. Da kommen wir dann zusammen. Aber wir machen es anders. Wir haben also nicht einen Hotspot, der jetzt das Gelände leer saugt, sondern unser Interesse ist ja mehr, die Ladeinfrastruktur, die Elektromobilität zu verbreiten. Demzufolge sind wir dezentral unterwegs. Wir sind also eher wie Scouts oder wie Späher, die also irgendwo irgendwas ausfindig machen mit einer Stippelnase. Um das dann sozusagen als E-Mobilität zu kommunizieren und zu platzieren im öffentlichen Diskurs. Ja, wir wollen natürlich auch erreichen, dass diejenigen, die Ladeinfrastruktur bauen, dann auch 100% alles richtig machen und nicht 95% und dann vergessen sie eine Markierung oder ein Halteverbotsschild. Das muss 100% stimmen, dann wird es zum Erfolg. Also man kann in den letzten 5% nochmal alles reinreißen. Ja. Da wollen wir uns als Gesprächspartner vortun, haben wir auch gemacht. Wir haben viel Hilfen gegeben, zum Beispiel auf dem Supermarktparkplatz, mich gibt es ja viele, oder auch Möbelhäuser. Und damit die nicht vollgeparkt werden, weil die Ladestruktur ist oft direkt am Eingang, haben wir denen gesagt, kauf für 5 Euro so eine Absperrhütchen, stellt die morgens hin. Die müssen sowieso morgens raus. Stellt die Hütchen hin, die sind die Dinger frei. Die kleinste preiswerteste Masse. Also einfache Rezepte, um letztlich halt, eine Geschichte durchzusetzen, die jetzt eben noch nicht so richtig... Lässt sich überall sofort einsetzen. Kein Deutscher hebt ein Hütchen an und fährt darauf. Der Platz ist irgendwie blockiert. Und ob die zu faul sind oder sich nicht trauen, das weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Also solche Dinge wollen wir zum Beispiel auch verbreiten und da hilft natürlich das Interview heute hier auch sehr. Also Leute, macht das, die Dinger gibt es im Baumarkt für kleines Geld und ihr werdet sehen, vielleicht klaut mal irgendeiner einen, so what, dann kauft er einen neuen. Aber es funktioniert und vor allen Dingen, ihr habt keinen Ärger mehr. Ja? Gut, da haben wir jetzt einen Tipp, gleich den nächsten. Ja, der nächste Tipp, also wir haben, da fängt es schon an, unsere Gruppe ist ja nicht einheitlicher Meinung. Das, was ich propagiere, ist, dass ich sage, pflastert nicht die Straßen voll mit Ladesäulen. Wir kriegen Ärger mit den Verbrennern immer mehr, je mehr das ausufert und der Druck auf diese Parkflächen immer größer. Weil der Parkraum immer auch begrenzt ist und dann ist so. Entsteht ist an der Stelle wieder irgendwie Neid, weil die mit der Strippe dran, die können halt da parken und ich mit meinem Verbrenner, nee, eben nicht. Ja, und die Bevorzugung nicht, den Erlass der Parkgebühren, der oft damit verbunden ist. Also es muss nicht sein. Das schafft nur Neid und aus Trotz wird es vielleicht trotzdem zugeparkt. Das wollen wir alles nicht. Also ich habe vorgeschlagen, dass man reservierte Flächen, wenn man sie macht, dann quer zur Fahrtrichtung macht, wo es möglich ist. Weil wenn du sie längs stellst, kommt ein LKW und hat 5 Plätze belegt. Ja, genau. Da kannst du in der Braker Mühle hochfahren, da siehst du manchmal LKWs, sind 5 Plätze belegt. Würde der die quer machen, mit einer kleinen Buchte markieren, würde das ausgeschlossen sein. Der könnte sich noch da vorstellen, aber ist schon eine etwas größere Hemmung. Sowas zum Beispiel. Dann habe ich auch vorgeschlagen, also in Berlin gab es eine Senatsdirektion, die das gemacht hat, war ein bisschen aufwendig, hat alles gedauert, mit den Allego-Ladesäulen. Wir haben damals mit Herrn Blümel darüber gesprochen und ich habe ihm gesagt, versucht doch nicht, die Stadt voll zu pflastern mit Ladesäulen. Versucht doch mal nicht, dass das Auto zum Strom muss, sondern dass der Strom zum Auto kommt. Versucht doch mal mit VW und anderen, die das damals schon entwickelt haben, mobile Ladelösungen zu finden, die du buchst. Und dann kommt er zu dir und stellt sein Ding dahin. Gut, aber wie ein Anhänger. Man wirft jetzt tatsächlich Berlin so ein bisschen vor, dass sie das halt nicht in ausreichender Form vorhalten, die Ladeinfrastruktur. Also wir haben jetzt in dir den Schuldigen für all dies. Absolut, ich bin für WeShare verantwortlich. Ich habe die 1500 Fahrzeuge auf die Straße gebracht und vergessen, Ladeinfrastruktur zu machen. Dann habe ich später ein bisschen daraus gelernt und habe bei einigen Supermärkten nachts Schnelllader hingestellt und gebucht. Also man kann dir nicht alles vorwerfen, aber so manches. Ich ziehe das mir nicht an, aber ich weiß Bescheid. Und man muss sehen. Also einerseits ist es ja gut. Also wenn Elektroauto anfangen, sich um Ladesäulen zu drängen, dann hätten wir uns das damals überhaupt nicht vorgestellt. Das war
gar nicht denkbar. Wir haben auch keine Ladesäulen in dem Sinne gefunden. Wir haben nach roten Dosen gesucht. Ja. Und wir wussten schon, wo wir die finden. Und wir wären noch an eine Backstube wie bei Roland rangefahren, weil wir wussten, da ist Strombedarf, es gibt Gewerbe. Ja, du gehörst zu den Leuten, die halt auch diese graue Vergangenheit erlebt haben, wo noch nicht überall eine Ladesäule war. Und das war halt tatsächlich so eine Pionierzeit und eben auch was völlig anderes als heute. Ein E-Mobil heute zu fahren ist ja, weiß Gott, kein besonderes Ding mehr. Das kann jeder und Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Und jetzt werden demnächst auch noch Tesla in Deutschland gebaut und du lebst gar nicht mal so weit davon entfernt. Das hatten die meisten Zuschauer ja wahrscheinlich schon mitbekommen anhand des Slangs. Also du wohnst in der Nähe von Berlin und erzähl doch mal, wie du diese Giga 4, wie sie heißt, die Giga Factory Berlin-Brandenburg, wie sie ja genannt wird, empfindest und die Entwicklung dort. Dienstag hat das verkündet und ich habe mit einem Bekannten, einem Freund, der auch einen Tesla Model X fährt, haben wir uns draußen verabredet, bin mit dem Roadster raus, der mit dem Model X, und wir sind hingefahren, wo wir dachten, dass es sein wird. Okay. Also, es war auch richtig so und haben dort gedreht. Und es war so, es waren Heerscharen von Reportern da, okay. Journalisten. Die haben zwei Tesla-Fahrzeuge gesehen und jeder dachte, wir haben damit was zu tun. Logisch. Die quatschten uns an. Also da waren Matz und Motz und RBB und wie sie alle heißen. Da die Zeitungen, die waren alle da und wollten uns ausquetschen. Aber und ich wollte jetzt niemand als Elon Musk interviewen, oder? Das nicht. Also die Ähnlichkeit ist wohl nur begrenzt. Wir, haben aber ein bisschen mit denen gespielt und haben so getan, als wenn wir was zu sagen hätten. Also es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben dann das auch später verfolgt, die Rodung, die Planierung. Wir waren im Wald, wir haben also Bilder noch von dem Gelände, wo wir noch rauf durften, vom Wald, das können also sicher wenige nur sagen. Und er hat dann auch erlebt, wie dann Schranken kamen. Und jetzt, um das nicht allzu lang auszudehnen, ist natürlich Security da, Baumaschinen, da sind ja auch Werte und Bauleistungen entstanden. Da war es dann so, da haben wir bei unserer E-Tour zuletzt dort Halt gemacht und sind dann gefühlt mit 40 Personen auf diese Schranke zumarschiert. Das kennt der schon. Da ahnt der nichts Gutes, weil wenn da ein Trupp Leute kommt und so viele, dann sind das auch Aktivisten, aber die haben was anderes im Sinn. Jetzt hat der erlebt, eine neue Erfahrung, dass wir als Elektroautofahrer wahnsinnig friedlich verhalten. Also wir waren neugierig und der hatte dann auch geplaudert. Es war wirklich sehr interessant. Also nicht nur wir erleben Neues, sondern auch das Umfeld von dem erlebt dann Neues. Also, aber was man von dort sehen kann, Leute, guckt die Videos, die ihr seht irgendwo, schaut euch das an. Also da stehen Gebäude mittlerweile unglaublich in was für einem Tempo. Wir sind ja, haben ja auch eine Nähe zum BER, zu der Baustelle. Da mochte doch keiner mehr hin nach 2 Jahren. Ich habe eine Besichtigung gemacht auf einer Baustelle, wo man denkt, warum sitzt denn da ein Kerl in der Ecke? Na, weil er Brandwache war. Also es sind alles Dinge passiert. Dort auf dem Gelände, wo die Giga 4 entsteht, ist alles anders, was man in Deutschland kennt. Und vor allen Dingen die Stimmung auch, so wie ich es mitbekomme, positiv, die wollen was. In Grünheide, der Ort, der ja im Gespräch ist, es gibt noch ein paar andere da, Erdner und Storko und so weiter, die haben natürlich ihr Problem gehabt und haben ja sehr schnell gemerkt an dieser Umweltverträglichkeitsprüfung, den Bericht, der eingereicht worden ist, haben sie dann gelesen von dem hohen Wasserverbrauch. Ja, nun muss man natürlich sagen, dass dort in Grünheide die Wasserwerke schon die Nutzung von Trinkwasser reglementiert hatten. Man sollte also nicht die Vorgärten sprengen, man sollte also sich zurückhaltend verhalten. Im Übrigen etwas, was wahrscheinlich überall in Deutschland, in Europa sich ausbreiten wird. Also Wassermangel ist jetzt nicht nur in Grünheide. Ja, also hier in Lauenau, der Supercharger ist ja dann vielen der Begriff, war das jetzt auch knapp vor einem Monat gewesen. Also die Regionen haben das schon erlebt. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich die Reaktion der Leute sehen. Also es ist verständlich, wenn die sagen, es ist schon Wasserknappheit und jetzt kommt der mit dem Riesenverbrauch noch. Wie soll das gehen? Die Politik hat da sehr schnell und sehr gut gehandelt, indem sie gesagt haben, das stellen wir her. Ihr werdet nicht darunter leiden. Aber meine Antwort in den Gesprächen war immer, warum werft ihr denn Tesla die Wasserknappheit vor? Die existiert doch bereits. Die haben die doch nicht geschaffen. Und ihr werdet doch annehmen können, dass der Wasserversorger dafür Vorsorge trifft, also ein Rohrsystem zur Verfügung stellt.
Und dann stellte sich auch heraus, dass das Wasser ja nicht in Grünheide gepumpt wird, sondern in einem großen Verbund. Also das geht bis Berlin, bis an die Oder, bis wahrscheinlich bis an den Ostsee, so genau habe ich es nicht verfolgt. Also in dem Wasserverbund wird das sowieso hin und her geschoben. Ich will das nicht kleinreden. Also Trinkwasser ist ein wertvolles Gut und man muss damit sorgsam umgehen. Und es war auch gut, dass dieser UVP, der Bericht, auch dieses so hervorgebracht hat, weil Tesla hat ja dann nachgebessert und hat um ein Drittel etwa den Wasserverbrauch reduziert, den prognostizierten Wasserverbrauch. Also insofern haben alle zusammengewirkt und das demokratische Mittel, nämlich die Auslegung dieser Pläne, hat dann auch einen Erfolg gehabt für die Grünheide. Du beschäftigst dich ja auch gerne mit dem Thema Wasserstoff. Also das hört man ja immer wieder, dass in der E-Mobilitätsblase das Thema Wasserstoff eher totgeredet wird. Du bist ein großer Befürworter des Wasserstoffes, ja, aber weil nicht. Dein Kommilitone ein gewisser Professor Lesch halt war. Vielleicht können wir den Bogen jetzt gerade mal so ein wenig spannen. Ja. Also du warst nicht immer Versicherungsmakler, sondern bist von der Ausbildung her Physiker. Und ja, aber es ist nicht tatsächlich so, dass du an Wasserstoff glaubst als die große Lösung, weil sonst würdest du ja jetzt einen Toyota fahren. Oder? Heute Wasserstoff, säufigste Element im Universum, und das wird in den Sonnen, also in einem Fusionsreaktor verbrennt. Wasserstoff ist ein ganz, ganz, ganz toller Stoff. Also ist auch das einfachste Molekül, was wir haben, aber es gehört nicht in Pkw. Punkt. Man kann das machen und es gibt ja Automobilhersteller, die das machen, aber es werden wohl immer weniger werden, weil man eben auch merkt, dass man eben die Infrastruktur, die man im Auto hat, ein komplettes E-Auto baut und dann doch das ganze Geraffel, was notwendig ist, um den Wasserstoff zu verstromen über die Brennstoffzelle, dass das also nicht immer Freude macht, dass das teuer ist, dass das aufwendig ist, schlecht zu reparieren ist und so weiter. Das hat sich rumgesprochen. Wir reden auch über den Energieausbeute, die aber dein einziger Kommilitone, der hat das noch nicht so richtig mitbekommen. Also Harald ist einen völlig anderen Weg gegangen als ich. Ich habe ihn ja erst wieder entdeckt, als er im ZDF aufgetreten ist. Und ich schätze ihn ja sehr für seine astronomischen Weisheiten und ist ein grandioser Physiker und auch hochgebildet. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Also kann man nicht sagen. Also das ist es Raison zum ZDF oder ich kann fast gar nicht glauben, dass er sich das selber ausgedacht hat, weil es so vieles dagegen spricht, was ein Physiker auch wissen muss. Du glaubst an die E-Mobilität, aber scheinbar glaubst du auch daran, dass es unserer Welt mal schlechter gehen könnte, weil du einen Cybertruck auf deinem Facebook-Profil hast und das ist ja so verbunden mit Weltuntergang, dann dieses Fahrzeug irgendwann mal zu fahren. Ist das, interpretiere ich da zu viel rein, oder? Ja, schon ein bisschen. Also natürlich kam dann später auch, was uns bestärkt hat, der wird mal schwimmen können. Da hatten wir ihn aber schon reserviert. Nee, es war anders. Ich habe das Fahrzeug gesehen in der Präsentation und habe gedacht, okay, ja, also ist nicht so doll. Nach 2 Tagen hat er mir gefallen und nach 3 Tagen habe ich meine Frau gefragt, sag mal, Schatzi, weißt du, dass Tesla da so ein Pickup rausgebracht hat, Cybertruck? Ja, sagt sie, der sieht toll aus. Nee, das hätte ich jetzt nie gedacht. Kantiges Design, die so runde Knutschkugel liebt. Und für Berlin gesagt, ist das ja nicht unbedingt so die geeignete. Nee, für Berlin Kappe. Überhaupt nicht. Aber ja, du lebst auf dem Land. Ich wohne ja auf dem Land. Da ist schon anders. Am Ende, ich sag mal, es ist eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Vielleicht finden wir auch eine vernünftige Verwendung. Eine, die mir vorschwebt, ist, dass wir entweder den Twizy hinten raufpacken auf die Ladefläche, dahin fahren, wo wir fahren wollen, wo wir sonst nicht hinkommen mit dem Ding, oder einen Motorroller raufpacken, wo die Anfahrt mühsam sind, oder den Tesla Roadster hinten auf dem Trailer und dann ab in die Berge. Das ist alles für uns aus Berlin sehr mühsam. Also da träume ich so ein bisschen von. Also ich habe schon immer gesagt, ich möchte ein elektrisches Zugfahrzeug haben, wo der Roadster hinten raufkommt und dann nehme ich endlich mal bei den Schweizern, bei den Österreichern, bei den Pässetouren teil mit meinem Roadster. Also das heißt, Cybertruck ist jetzt nicht für dich Verbindung zum Weltuntergang, sondern eher tatsächlich mit praktischen Überlegungen verbunden. Einerseits ja, auf der anderen Seite, man muss auch klar sagen, dieses Fahrzeug ist das erklärte. Wenn der daherkommt, dann ist das
ist das eine Anlage wie ein Schützenpanzer oder ein Wasserwerfer von der Polizei. Also es ist enorm martialisch. Nun muss man aber wissen, dass bei uns auf dem Dorf sehr viele mit großen Pickups rumfahren. Also die Größe der Fahrzeuge ist jetzt nicht das Thema. Das Aussehen. Und die anderen eher. Willst du jetzt demnächst halt aus dem Graben ziehen, wenn das dann geht. Ja, ich träume davon, so etwas mal zu machen und im Bild und Ton festzuhalten. Ja, nochmal zurück zu den frühen Roadster-Zeiten. Wie war denn das, wenn du da halt in Urlaub fahren wolltest? Wenn du heute mit dem Model S unterwegs bist, mal abgesehen davon, dass du einen riesigen Akku hast, findest du überall halt die Tesla Supercharger. Wie war denn das damals? Da gab es ja sowas noch nicht. Ja, damals hast du natürlich rote Dosen gesucht. Der Tesla Roadster kann nur einphasig laden und dann müsste möglichst schnell laden. Also rote Dose. So, wo sind rote Dosen? Naja, nur eine Anekdote. Wir sind an Urlaub gefahren in die fränkische Schweiz und eine Freundin hatte gesagt, nee, bei mir geht's nicht, ich habe eine alte Mühle, Strominfrastruktur ist nicht da, bei einer Freundin im Hotel, da könnt ihr machen. Und schickt uns hin, wir fahren durch ein Tal und ich denke, hier ist doch nichts, hier ist auch Ende. Und dann kommt hinten ein Bauernhof und da habe ich gedacht, auch da ja soll Strom sein. Ja, wir waren da angekündigt, wir wussten, wir sind da richtig, die haben Strom. Aber ich habe schon gedacht, oh, ja, ja, diese lange Leitung, ihr fühlt 100 Kilometer, wie soll das funktionieren? Da hast du keine Spannung mehr, bricht alles zusammen. Also wer Physiker ist, weiß, was dann passiert. Die hatten da 235 Volt. Ja. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn die Dose? Dann hat der Schwiegersohn gesagt, naja, hinten rum ums Hotel fahren, hat er das Fliegengitter aus der Küche rausgepolt. Hat ja seinen Sinn. Ja. Fenster aufgeklappt, jetzt passte dieser dicke Stecker nicht durch. Richtig aufschwenken ging nicht, stand der Kühlschrank im Weg. Jetzt hat er das Ding ausgehängt, ausgebastelt, losgeschraubt, um dass wir diesen roten Stecker durchkriegen. Und dann runter auf 16 Ampere, das war dann das, was möglich war, haben wir das Auto geladen. Als die Schwiegermutter kam, die ist fast durchgedreht. Die ist durchgedreht. Die hat gesagt, was hast du denn da gemacht? Das kannst du nicht machen und so weiter. Und dann haben wir sie beruhigt. Aber so begeistert war der Mann, so war halt, das. Dass er sowas machen konnte. Wir haben sie am Freitag gefragt, naja, brauchen Sie denn jetzt den Backofen? Ja, Sonntag muss ich backen, da muss das Auto raus. Naja, dann waren wir ja bis Sonntag voll, hat man ja auch Glück gehabt, ne? Und also das war auch schon sehr, sehr spannend, und wie das funktioniert hat. Dann war das so ein Ausflugslokal am Ende eines Tals. Da waren zwei Reisebusse, Haufen Senioren, gefühlt 60, 80 Senioren. Die haben alle da was zu essen gekriegt. Wir saßen in der Sonne und mit einmal waren die alle weg. Die können da nicht alle auf Klo sein. Die sind aber auch nicht zu den Reisebussen gegangen. Ich frag den Kellner, wo sind denn die ganzen Leute? Hat er gesagt, die sind hinterm Haus, da ist ein E-Auto. Boah, wir hinterher. Haben wir uns beide hinten angestellt und haben die Leute gefragt, so auf die Schulter getippt. Was ist das denn? Ist denn hier zu sehen? Ah, hier ist ein E-Auto. Ah, ist das spannend? Also wir haben uns da herrlich amüsiert. Und das sind so Anekdoten, die werde ich meinen Enkeln am Kamin erzählen, weil das kriegst du nicht mehr, wie du gesagt hast. Das ist heute vorbei. Das sind Sachen, ja. Jetzt komme ich doch mal hier aus dem Off wieder zu euch ins Gespräch. Ich frage mich jetzt gerade... Also wir YouTuber und auch du jetzt als alter Hase und engagierter E-Mobilfahrer, der versucht auch ein bisschen was zu bewegen, wir sind ja so ein bisschen Lobbyisten der E-Mobilität. Was glaubst du denn, wann man uns, also man im Sinne der E-Mobilität, wann wird man uns denn nicht mehr brauchen? Wann ist das Thema so wie heute ein Benzinauto, wo man eigentlich nicht mehr groß drüber sprechen muss? Ja, es gibt ja Marketingleute, die uns das erklären, wann also Early Adopter, Innovator, wann das dann also in die frühe, wirklich echte Kaufphase übergeht. Und da definiert man so einen Bereich zwischen 5% und 10% Marktdurchdringung, dann ist die Wahrnehmung hoch genug, dann läuft es von alleine. Bundesregierung und so weiter tun ja ein Übriges, um das jetzt anzuschubsen. Also wir haben ja jetzt sehr schöne Zulassungszahlen mit 3,7% an den Neufahrzeugen, Elektrofahrzeuge, 14, irgendwas Hybridfahrzeuge. Also auch alles Leute, die potenziell infiziert werden und darüber reden. Also ich denke, dass wir spätestens Ende 2021 sagen, wir können uns zurücklehnen, das läuft. Oh, das ist schon sehr bald. Okay, ja. Dann muss ich mir ein neues Thema überlegen. Für den Kanal. Leute, ja. Okay, ich habe noch eine Frage, die mir so auf der Seele liegt. Du als Versicherungsmensch,
Wie empfindest du denn jetzt das, was Tesla da so vorhat, nämlich die Versicherungen für Tesla-Fahrer anzubieten, weil ja dann doch die Prämien im Tesla-Bereich ziemlich hoch sind? Also erste Frage wäre, warum glaubst du, sind Tesla-Versicherungen so teuer? Und zweitens, empfindest du das als Bedrohung, wenn Tesla nun auch sagt, wir verkaufen euch die Versicherung? Ganz und gar nicht. Also ich empfinde das als gesunden Wettbewerb. Manchmal braucht man so etwas. Tesla hat ja in anderen Bereichen auch gezeigt, dass sie Dinge anstoßen, die die anderen dann in Bewegung bringen. Warum nicht in der Versicherungswirtschaft? Die Prämien für die Tesla-Fahrzeuge zu senken, halte ich also für einen Irrglauben, weil der Schadenbedarf ist einfach so hoch. Solange man es nicht schafft, die Fahrzeuge preiswerter zu reparieren, werden die Kosten da sein. Und das schafft auch Tesla oder irgendein Zaubermensch, das nicht, diese Prämie runterzubringen, weil er braucht die einfach. Also der Hebel muss da sein und ich denke, dass Tesla dann mit der Versicherung auch Reparaturmethoden oder Vorschriften entwickeln wird, die im Zusammenspiel wirken. Also alleine eine neue Versicherung bringt keine Wunder. Okay, also du siehst es nicht als Bedrohung und du glaubst, dass das Thema nur die Kosten sind. Ich habe mich halt schon mal gefragt, was nicht auch eine Strafgebühr ist, die deutschen Versicherer da aufbrummen wollen, wobei es in anderen Ländern ja auch so ist. Okay, habe ich verstanden. Wie sieht es denn aus mit der Gigafactory und deiner Jobzukunft? Hast du nicht gedacht, ey Mann, jetzt kann ich nicht nur für Tesla arbeiten im Sinne der E-Mobilität, jetzt kann ich vielleicht nur noch mich bezahlen lassen von Tesla. Hast du es nicht überlegt, da einen Job zu finden? In der Tat habe ich schon mal nach dem Volkshochschulkurs Englisch gesucht, weil mein Englisch ist nicht das Beste. Und wenn man eine bessere Position bei Tesla haben möchte, dann ist das schon Voraussetzung, nicht? Nee, ich mache es nicht. Ich bin mit meinem Job absolut zufrieden. Ich bin auch in einem Alter, was jetzt nicht ganz zu den Tesla-Leuten dort passt. Das sind junge Leute, die voller Saft und Kraft sind. Ja, und du doch auch. Ja, ich auch. Sieht man doch hier im Video. Also, was uns verbindet, ist natürlich eine Vision und die Energie, die man damit aufbringt. Und das kenne ich also bei den Tesla-Leuten. Ich kenne in Berlin und Umgebung eine ganze Reihe. Also die leben das Ding wirklich. Sicherlich alle, aber das kann man schon erleben. Also da wird wirklich Großartiges bewegt, weil man merkt, wie sich die Gene durch die ganze Firma durchgezogen haben. Das ist sehr, sehr schön. Manchmal verstehe ich nicht, warum Leute so unzufrieden sind und frage mich, woran liegt das? Haben alle jetzt einen schlechten Tag gehabt? Hat man jemanden angemotzt, der sich das nicht gefallen lässt? Ich finde es eigentlich schade, weil unsere Erfahrung und die von vielen anderen ist eigentlich eine ganz andere. Tesla bemüht sich wirklich sehr um Probleme und um die Lösung. Und der Weg, das technisch zu machen über eine App, ist doch nur konsequent. Und ich meine, man kauft doch so ein Fahrzeug auch, weil man technikaffin ist. Warum lehnt man dann eine App ab? Die macht das doch nur weiter auf einer anderen Ebene. Und wir haben auch gemerkt, dass man eben auch, haben wir ja selber gemerkt, dass man dann eben auch in der App da manchmal ein bisschen fantasievoll Dinge reingeben muss und dann kriegt man eine SMS und also die lösen die Dinge schon. Also ich meine, wenn man also sehr schnell ist wie Tesla, dann hat man vielleicht doch ein paar Geburtswehen. Aber Leute, wer einen Tesla kauft, der müsste vielleicht da auch mal drüber nachdenken, dass da noch nicht alles perfekt ist. Aber wobei alles sich die Zeiten ja jetzt vermutlich auch bald vorbei sind, weil Tesla sich eben auch vor deiner Haustüre zum Massenhersteller. Der ist doch grandios. Man muss doch mal sagen, also wenn man über Tesla nachdenkt, dann wird man merken, der Cybertruck hat ein Exoskelett. Bisher haben die Fahrzeuge alle einen Leiterrahmen und zusätzlich noch ein Skelett. Das ist doch alles, das wird jetzt alles auf den Kopf gestellt. Man hat mit dieser Produktionsmethode bei dem Model Y, wo man also das hintere, den Tragerahmen aus einem Gestell baut, hat man also tatsächlich auch einen Hersteller motivieren können, so eine Presse herzustellen, so eine bauen. Und ich habe auch den Eindruck, der hat quasi nur darauf gewartet, dass er das mal kann. Also da sitzen Leute viel zu sehr bei den Automobilherstellern, die kommen da nicht raus. Das ist wie eine Schiene. Also man muss irre Kraft aufwenden, um aus diesem rauszukommen. Da hat ja natürlich der Tesla einen unglaublichen Vorteil, weil er Dinge neu machen kann und natürlich eben auch, weil er einen Kopf hat und auch Mitarbeiter, die Dinge auch bereit sind, neu zu denken und auch Wagnisse eingehen. Wenn ich Angestellter bin bei einer großen Firma und jeder, der da ist, auch Manager, ist angestellt, warum soll der dann ein Wagnis eingehen, was ihm den Hals kosten kann? Das macht er doch nicht. Also das ist eben das, Tesla schiebt die ganze Branche vor sich her und langsam verstehen die das auch. Ja, das sind einfach hochspannende Zeiten. Ja. Und das Tolle, du bist da von Anfang an quasi hier in Deutschland mit
dabei. Ich will das auch. Also habe immer bedauert, dass Tesla immer totgeredet wird und habe gedacht, nee, also Totgesagte leben länger. Das kann nicht sein und das wird auch nicht sein. Die haben so eine starke Community und so eine fantastische Idee oder mehrere Ideen, die ja alle münden letztlich in einer Person, die es also wirklich wahnsinnig vorantreibt. Und es ist begeisternd und es wird nicht jeden begeistern und das tut es auch heute nicht. Aber es ist für Menschen, die also Emotionen verbinden beim Autofahren oder sich anstecken lassen von Neuen, einfach wahnsinnig spannend. Und jeder, der in einem Tesla gefahren ist oder auch nur drin gesessen hat, hat diesen Aha-Moment erlebt. Und da müssen sich Menschen einfach nur noch mehr trauen, sich diesem Thema mal zu widmen. Und es muss ja nicht Tesla sein. Es gibt fantastische Elektrofahrzeuge. Für weniger Geld als Tesla. Natürlich. Und mittlerweile mit großen Akkus. Also man kann Koreaner kaufen, man kann Japaner kaufen, man kann auch deutsche Produkte selbstverständlich kaufen. Ich finde auch persönlich den ID.3, wie soll ich sagen, ich finde ihn nicht toll. Aber gerade deswegen wird er wahrscheinlich ein Erfolg. Weißt du, der stößt nicht an. Der ist nicht für niemanden eine Begeisterung, aber er ist auch nicht abstoßend. Das ist VW. Und der wird, VW hat ja auch die entsprechende Verkaufsmacht, der wird ein Erfolg werden nach diesen anfänglichen Schwächen. Ist auch natürlich auch alles Geschmackssache. Also es selbstverständlich. Gibt ganz viele Leute, die können den großen Schritt in eine neue Dimension des Fahrens vielleicht nicht gehen. Und da ist halt ein Zwischenschritt halt auch Das notwendig. Erlebe ich immer wieder. Also Leute sagen, warum sie ein E-Auto persönlich nicht fahren können. Ja Gott, es ist doch relativ neu. Wir haben noch keinen guten Kombi. Wir haben im Transportsektor noch relativ wenig. Wir haben fast kein elektrisches Cabrio. Also das entwickelt sich doch alles. Und manche bedauern natürlich, dass die neuen Elektroautos keine schönen kleinen Stadtflitzer sind. Aber damit kannst du kein Geld verdienen. Und der Markttrend geht doch zum SUV. Warum soll denn ein Hersteller gezwungen sein, etwas zu kaufen gegen den Markttrend, also da, wo er Autos verkaufen will? Und das macht doch auch mehr Sinn, ein großes SUV mit über 200 Gramm CO2 zu ersetzen durch eine elektrische Variante. Dafür müsste ich doch 3 oder 4 Kleinwagen auf die Straße bringen und Käufer finden. Also ich finde die Entwicklung einerseits nicht toll, weil ich SUVs nicht toll finde, aber auf der anderen Seite, es ist auch zwangsläufig. Ich möchte noch eine Sache zum Besten geben, weil immer wieder werde ich gefragt nach der Reichweite und immer wieder kommen mir die Leute, gähn, schnarch, 1000 Kilometer am Stück. Weißt du, was ich denen sage? Ich fahre nicht gern mit Windeln. Ja. Jeder lacht sofort, weil das Bild und die 1000 Kilometer. Und das ist doch das, was uns die Presse und die Autohersteller suggerieren. Die zielen auf deinen Bauch und sagen, du bleibst mit deinem Auto stehen und findest keine Steckdose. Hat der Deutsche Angst? Vielleicht alle Bürger auf der Welt, keine Ahnung. Die zielen aufs Bauchgefühl. Und das habe ich jetzt auch gerade gemacht, noch ein bisschen tiefer sogar. Also im Laufe der Zeit entwickelst du so einen Gesprächsleitfaden und findest auch elegante Argumente, haben wir ja mal im Tesla-Forum so einen Faden eröffnet, für die Elektromobilität. Und ich finde, man muss nicht alles ernst nehmen, was die Leute sagen. Man kann mal asymmetrisch antworten. Und ich habe damit die Frage gar nicht beantwortet, sondern habe denjenigen einfach nur gezeigt, wie unsinnig das gerade war. Okay, ihr merkt schon, Hans kann viel berichten aus der Erfahrung der E-Mobilität. Er brennt für das Thema. Und deswegen war das auch sehr gut, dass wir ihn in dieser Reihe der Innovatoren, dieser Reihe des T&E-Magazins und Kooperation mit Buzzing Danzai, dem YouTube-Kanal hier, mit ins Programm genommen haben. Hans, du bist wirklich eine wahre Freude, zu sehen, wie du brennst für die E-Mobilität. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Also, du hast ja gesagt, bis Ende nächsten Jahres, dann brauchen wir dich nicht mehr. Aber trotzdem, ja. Leute, Tesla-Time, ich sag's nochmal. Und ich hoffe mir sehr, dass der Hans recht haben wird, dass das Thema dann, ich sag mal, dass die großen Hürden überstanden sind. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie ihr das seht, seit wann seid ihr dabei? Wie findet ihr das, wenn jemand da so von wirklich 2011 hast du gesagt? Ja. 2011 an schon dabei ist, das ist schon irre. Ich bin ja erst 2013 eingestiegen, ich bin also nicht ganz so alt wie der Hans. Und ansonsten vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu drücken. Vor allen Dingen aber natürlich vergesst nicht, das T&E-Magazin zu abonnieren auf temagazin.de.
Das war richtig. Ich blende es nochmal ein. Findet ihr den Link auch unten in der Infobox. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, lasst uns zusammen die Welt retten, für das Thema Brennen sich engagieren. Egal was es ist, für gute Sache ist immer gut. Das sieht man hier wieder mal. Und ja, schaltet wieder ein, wie heißt Nino vom Danzai-Blog. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, also wo wir jetzt nochmal drüber reden müssen, ist eigentlich hier dein alter Kumpel Lesch, ne? Da müssen wir nochmal ein ernstes Wörtchen sprechen. Hast du die Telefonnummer? Die Telefonnummer? Ah, sehr gut, sehr gut. Wenn du mit mir über Wasserstoff reden müsst, dann kriegst du die Nummer nicht. Ja, aber vielleicht kann man die unten einblenden, die Telefonnummer, ja, oder? Ruf den an, den Mann.